Ja, es ist ja in der Vorbereitung immer so, dass viel Arbeit für die Mannschaften auf dem Programm steht und dass man dann immer eine ruhige Gelegenheit sucht, wo man als Mannschaft auch wachsen kann, wo man Prozesse innerhalb der Mannschaft anstoßen kann. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man mal rauskommt. Und wir haben uns bereits 2019 mit der Ferienregion Bruneck-Kronplatz darauf verständigt, eine Kooperation zu machen. Und leider ist es aufgrund der Pandemie im letzten Jahr nicht funktioniert. Wir konnten nicht vor Ort sein, aber freuen uns umso mehr, dass wir jetzt die wunderbare Natur und die Gegend hier genießen können. Ich bin zum ersten Mal hier, war allerdings gestern mit dem Fahrrad mal unterwegs, heute Morgen etwas laufen. Ich muss sagen, ich bin begeistert von der Gegend. Wunderbare Kulisse mit den Bergen, wunderbares Wetter, also wir sind hochzufrieden, es gefällt uns sehr gut. Große Vereine, große Clubs, auf die wir treffen, Bayern München, Borussia Dortmund. Ich freue mich aber auch für die Fans, dass der VfL Bochum wieder in der ersten Liga präsent ist. Ich hoffe, dass so schnell wie möglich viele Zuschauer wieder in den Stadien sein können, dass die Bochumer das auch wieder miterleben können, das Feeling erste Liga. Und ja, ich hoffe, dass es bald losgeht und dass es wieder um Punkte geht und dass das Adrenalin wieder kommt. Und wie gesagt, Vorbereitung ist alles und harte Arbeit ist alles. Das in den Grundstein versuchen wir hier zu legen. Schmerzt es auch ein bisschen, nicht gegen Schalke spielen zu können? Es wäre natürlich ein schönes Derby gewesen. Klar, Ruhrgebiet, die Nähe habe ich angesprochen, die Rivalität ist da. Aber wir haben unsere Arbeit getan, sind aufgestiegen. Schalke ist nicht Bestandteil der ersten Liga. Ich hoffe, dass sie bald wiederkehren und dass wir wieder auf Erstliganiveau Duelle gegen Schalke haben. Aber es gibt ja noch ein großes Revierderby gegen den BVB aus Dortmund. Und darauf freuen wir uns natürlich extrem, neben den ganzen anderen Spielen, die natürlich auch eine absolute Herausforderung für uns darstellen. Wir sehen den Fußball als Teil der Gesellschaft, als Kulturgut, wollen sehr nah am Menschen sein. Das versuchen wir vorzuleben und das ist unsere Idee, das sind unsere Werte und die versuchen wir so gut es geht auch tagtäglich zu leben und umzusetzen. Ja, da gibt es ja viele, viele Ansätze, gerade in Deutschland, die Taskforce der DFL, die sich wirklich aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft zusammengesetzt hat, einmalig auf der Welt, dass das geschehen ist, wo man wirklich versucht, den Fußball wieder an die Menschen heranzubringen, wo viele Fans auch mitsprechen und ihre Ideen präsentieren. Und ich glaube, dass das Bewusstsein jetzt da ist, dass eine gewisse Veränderung kommen muss, dass man sich zum Teil zu weit entfernt hat von den Menschen und dass da die Idee schon ist, das Ganze wieder zusammenzufügen. Und ich glaube, es sind viele, viele gute Dinge auf den Weg gebracht worden, um das wieder in die richtige Richtung zu bringen. Aber wie gesagt, wir als Club verfolgen diese Idee schon über viele, viele Jahre und das ist unsere Idee und unsere DNA und wir werden das natürlich auch weiter tun.